Hallo, ihr Menschen da draußen an den Bildschirmen. Ich begrüße euch zur dritten Newcomer-TV-Nacht hier in Oberursel in der Musikhalle Portstraße am Fuße des Taunus. Es ist ein wunderschöner Tag heute gewesen. Grau die Luft, aber fantastisch bunte Blätter wehten über die Straße. Es ist Herbst, aber musikalisch habe ich das Gefühl, leben wir hier komplett im Frühling. Die geilsten Band der Region haben wir für euch heute Abend hier eingeladen. Und ich möchte euch eine fantastische Boygroup aus Gießen vorstellen, nämlich die Jungs von Zementfabrik. Und hier bei mir sind der Chris, der Daniel und der Robin. Hallo Robin. Hi. Habt ihr es gefunden? Ich habe gehört, ihr habt ein bisschen im Stau gesteckt. Ja, es ging. Es war halt heute ein bisschen schwierig, aber ich bin ja hier aus der Ecke. Ach komm. Also ich kam klar bei den anderen zwei. Nee, du bist eigentlich ein Geheimnis, also der geheime Oberursler, also den wir seit Jahren schon suchen, der bist genau. Du. Der Undercover Oberursler. Wie ist das in der Zementfabrik? Weil Zementfabrik, denke ich immer, muskulöse Arbeiter mit nackten Oberkörpern, die Zementsäcke schleppen und der Zement, weißt du, der bröselt so über die Haut und alles ist total erotisch und wahnsinnig spannend da in der Zementfabrik. Ist das bei euch ähnlich, wenn ihr probt? Also das heißt, schweißtreibend, wie sagt man, kommunikativ, ihr setzt euch miteinander auseinander, weil ihr auch deutsche Texte macht, die direkt aus dem Leben kommen. Wie funktioniert so der kreative Prozess bei euch im Proberaum? Im Proberaum eigentlich gar nicht so viel. Meistens kommt der Chris und hat schon so die gröbste Idee, die allergröbste, also quasi alles und Text. Also vielleicht kann der Christoph dazu was sagen. Chris, bist du der Bandhitler? Vielleicht so halb, ja. Ja, kann man so sagen. Also du kommst echt vorbei und die Jungs machen das und finden das geil, weil ich finde eure Musik ja auch cool. Ist ein geiler, tanzbarer Groove und du bist für alles verantwortlich und die folgen dir. Das ist halt so ein Stück weit. Ich habe zu Hause so ein kleines Studio und mache da halt immer so, jetzt so ein bisschen semi-professionell, so eher amateurhaft eigentlich. Hab vorher das schon so gemacht und immer so ein bisschen Songs geschrieben. Also Daniel und ich, wir haben in einer Hardcore-Band gespielt, vorher haben Shelter. Sagt vielleicht dem einen oder anderen etwas. Da lief das auch schon so ähnlich ab, aber jetzt größtenteils mache ich das, ja. Ich meine, von Hardcore in die Zementfabrik, das ist schon ein Riesenschritt, oder? Also was hat dich dazu verleitet, dich musikalisch so gravierend zu verändern? Naja, gravierend verändert würde ich jetzt nicht sagen, weil musikalisch ich jetzt nicht auf irgendwie einer Schiene festgeblieben bin, so schon immer. Weil ich gesagt habe, hier, ich höre nur Hip-Hop oder nur Hardcore oder nur Punk. So, ich bin auch so gerade deutscher Musikfan, auch jetzt so ältere Sachen auch wieder und Daniel auch, eigentlich wir alle. Wir sind alle nicht so in einer Schiene hängen geblieben und feiern da nur diverse Künstler oder so und dementsprechend war das so ein, ja, wir haben irgendwie gesagt, wir machen mal irgendwas und dann ein bisschen was aufgenommen. Wie lange gibt es die Zementfabrik? Seit? Ende 2016, ja, seit 2 Jahren so. Ich konnte nichts finden irgendwie bei euch. Also da habt ihr euch, so wie die Ladies, die auch nicht übers Alter reden, habt ihr euch ausgeschwiegen. Also irgendwie, also Alter spielt auch keine Rolle, weil ihr seid ewig jung. Ja, innerlich auf jeden Fall. Habt ihr ein Label oder seid ihr bei einer Plattenfirma oder habt ihr eine Agentur, die euch durch deutsche Lande frisch auf den Tisch bucht? Nee, aber wir haben viele Freunde so von den ganzen anderen Projekten, die es vorher gab, hier und da. Und da kommt man auch unter und ja, ansonsten halt bewerben. Das heißt, ihr lebt in so einem richtig großen Netzwerk aus Bandfreundschaften? Nicht nur Bandfreundschaften, aber so, es kennt ja jeder jemanden. Es muss ja nicht immer nur von Musiker zu Musiker sein. Man hat ja auch mal Arbeitskollegen, die sagen, ey, ich habe einen Freund, der macht da was und so weiter und so fort. Also man muss einfach ein bisschen offen sein mit den Leuten, viel reden, einfach freundlich sein und dann kommt eigentlich auch was rum. Stimmt. Wie ist das denn? Arbeitet ihr nebenher noch oder lebt ihr komplett von der Zementfabrik? Nee, wir machen alle nebenbei noch irgendwas. Also ich arbeite und der Rest studiert eigentlich, mehr oder weniger. Oder genau, also das ist quasi nebenbei. Und musikalisch das einzige Projekt, also weil ich bin ja musikalisch so groß geworden, also wenn man da fremd ging und in einer anderen Band spielte, hat man verloren. Ist das auch so ein Treuegelübde? Gibt es sowas in der Zementfabrik? Gibt's, ja. Unser Schlagzeuger, der Basti, der spielt noch bei Fatzke. Ist vielleicht auch dem einen oder anderen bekannt.
die machen auch so deutschen Punkrock so, und da gab es halt natürlich, wenn man jetzt so Shows macht, sonst gibt es noch nicht so lange, aber vielleicht überschneidet sich mal hier und da irgendwie was und dann hat man halt schon so auch Prioritäten und muss das abwiegen, so was dann vorne ansteht und was hinten ansteht irgendwie so. Inhaltlich, also deutschsprachige Musik, da achten ja auch, also steht man eigentlich immer unter so einem Druck, da muss irgendwie der Text stimmen und so. Worum geht's bei euch? Ich habe nur so viel mitgekriegt, direkt aus dem Leben. Also ihr spiegelt in euren Texten eigentlich alles das wieder, was euch direkt umgibt. Ist das so? Ja, also sind halt viele Texte, die, ja. Oh, alle? Nicht alle, also schon viele Texte, die sich aber... Genau, viele Texte, die sich halt auf irgendwie persönliche Probleme oder Situationen so beziehen, die man halt so erlebt oder mal erlebt hat. Und würde ich schon sagen, dass es eigentlich primär wirklich so Situationen sind, über die Texte geschrieben werden. Perspektive. Die meisten Bands, die ich so kenne, gründen dann in ihrem... In ihrem Dasein irgendwann mal eine GbR und werden so richtig ein Betrieb, also mit Steuerberater und mit all drum und dran, ist das und setzen eigentlich auch darauf, dass sie dann irgendwann davon leben können. Macht ihr das auch so oder habt ihr dann eher Angst, dass die Kunst, die euch ja leitet, dann vielleicht im Business Schaden nimmt? Also darauf hinarbeiten, ja, so ein Stück natürlich, aber in erster Linie hat man irgendwie sein Studium oder seinen Job, der halt so viel Zeit einnimmt und dann muss man halt natürlich gucken, wie man die Zeit für die Band dann noch auf, ja, wie sagt man, so zusammenraffen kann, sage ich mal. Da müssen wir halt dann schauen, dass das erstmal passt und ja, also ist halt schwierig, das alles unter den Hut zu bekommen manchmal. Der Traum ist natürlich da, aber in erster Linie ist es halt Hobby, Spaß und ich glaube jetzt auch nicht unbedingt, dass die Kunst darunter leiden würde, außer man kriegt halt wirklich einen Knebelvertrag und sagt, hier, du machst jetzt nur noch super poppige Beats und dann, ja. Ich finde ja auch, also wenn man damit Geld verdienen kann, hat man auch mehr, viel, viel mehr Zeit, sich wirklich auf die Musik zu konzentrieren. Wie geht es dann weiter 2019? Was habt ihr euch vorgenommen? Gibt es eine EP oder gibt es ein aktuelles Album, was rauskommt? Was passiert bei euch? Wir sind auf jeden Fall am Schreiben, aber das passiert ja so eigentlich die ganze Zeit. Man hat ja immer mal neue Ideen oder irgendwie vor, was Neues zu machen und wissen aber noch nicht genau, ob und wann wir was aufnehmen. Stehen auf jeden Fall schon 2-3 Konzerte an für nächstes Jahr und mal gucken, was die Zukunft bringt. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Glück und euch da draußen auf jeden Fall wahnsinnig viel Spaß jetzt bei dem fantastischen Konzert von der Boy Group aus Gießen, der Zementfabrik.